Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Mega Man X 3. Im letzten Teil haben wir einige der verbleibenden Upgrades gefunden. Und ich denke, ich werde mich versuchen, wenn ich so weitgehend alles gefunden habe, mich gegen Weil nochmal zur Wehr zu setzen. Denn wenn ich ihn hier besiege, wird er später nicht mehr als Doppler-Stage-Gegner erscheinen. Und dann werde ich die Möglichkeit haben, den Z-Saber bekommen. Da sind die zwei Upgrades, genau. Okay, das war Gravity Beetle. Also einmal. Haben wir mir jetzt auch wieder nichts aufgeschrieben. Naja, ich werde es wahrscheinlich sehen, wenn ich mich dran erinnere. Oh, jetzt habe ich vergessen, was es war. Ein Life-Up und ein Chip, genau. Life-Up und ein Chip. Life-Up und ein Chip. Lecker, lecker, Life-Up. Ach, genau! Da oben war was gewesen. Mit den ganzen Blöcken. Und ich glaube, soweit ich gesehen habe, ich musste gar nichts großartig machen, sondern ich musste einfach nur die Stage schaffen und danach wären die Blöcke weg. Oh, alles schön und schön cool in Zeitlupe, hä? Yep. Denn jetzt sollte es weg sein. Yep, da ist es. Bada bim, bada bum, bada bam. Alles klar, das habe ich schon mal. Na hallo, bist auch wieder da, hä? Und du bist auch wieder da. Ihr habt mich so lieb, ihr wollt mich immer wieder besuchen gehen. Hä? Autsch. Ja, 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 Host C. Ah. Keine Ahnung, ob das ein Host C war. Nun muss ich mich dran erinnern, wo war hier der Chip? Es gibt einen Chip zu finden. Einen schönen, schönen Anzug-Chip. Wo war der? Brauche ich? Ich glaube, da brauche ich da noch was anderes. Ich glaube, nee. Ach stimmt, da war er gewesen. Aber hier wieder die Sache. Ich glaube... War das hier mit dem? War das hier, wo ich diesen Sprung brauche? Weil ich meine, hier kann ich es definitiv nicht schaffen. Da reicht die Reichweite nicht. Oder doch? Täusche ich mich wieder? Oder geht es genauso? Könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Weil bräuchte ich den überhaupt? Weil ich habe eigentlich die Level schon durch. Und ich glaube, die Anzüge würden mir einfach nur Vorteile bringen. Yep. Dies ist nun die Sache. Okay. Ich will was probieren. Geht es vielleicht im Sprung, dass ich dann schwebe? Probieren wir es mal. Oh, schwarzes Loch, hä? Und hepp. Nee, ich bleibe an Ort und Stelle. Und dann fall ich wahrscheinlich einfach runter. Ich bin kurz davor. Ein bisschen mehr. Oder will ich den Chip überhaupt? Also ich weiß, ich brauche, wenn ich die goldene Rüstung nicht kriege, will ich ja denn das Upgrade. Dafür brauche ich die Jumpsuit. Wo kriege ich die Jumpsuit? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also das ist F. F war die Frog Suit, also die brauche ich nicht. Wofür hätte ich die Frog Suit gebraucht? Ich glaube, das war für ein bestimmtes Upgrade. Okay, also ich denke, hier habe ich alles. Bei der Crash Guarfish Stage kann ich noch eine Suit finden. Aber ich glaube, da brauche ich auch noch mal eine andere Suit. Eine Suit. Change K, das wäre Kangaroo Suit. Brauche ich die? Change F. R Armor, Body B, Change Age. Das könnte die sein. Und oh, ein Life-Up habe ich ja auch noch. Jut, jut, jut. Ich glaube, da weiß ich auch wo. Da muss ich auch eine Plattform zerstören. Und da, wie soll man denn darauf kommen? Da muss man ja genau sehen. Ja, genau. Drei Geheimnisse. Das eine ist Wild, das andere ist die Zoo, das andere ist das Upgrade. Okay, jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Stelle finde. Das müsste, glaube ich, müsste die hier sein. Die Stelle, auf die man nicht kommen würde. Oh ja, genau das war sie. Punkt genau ins Ziel. Okay, da haben wir H. Okay, das war also der Trip gewesen. Gut. Ich glaube, hier kann ich irgendwo mir eine Suit holen. Da kann ich ja gleich mal testen, ob es die Suit ist, die ich brauche. Das war die falsche Technik. So. Hier noch was? Nee.
Ach genau, jetzt weiß ich's. Ah, stimmt. Ich brauche hier eine Suit, denn da, wo der jetzt durchgefallen ist, ich glaube, auf der zweiten Ebene muss ich mit einem Suit. Genau, hier kann ich jetzt beschwören, kann ich nämlich die Wand durchbrechen. Und dort müsste dann das Upgrade sein. Ist es das, was ich brauche? Wow! Das ist genau die Stage, die ich brauche, die, wo hier so wow, die schweben kann. Das ist genau die perfekte, das ist genau die, die ich wollte. Heute ist mein Weihnachtsgeburtstag. Und höp. Okay, und gleiten. Genau, hier ist nämlich durch, hier ist nämlich brüchig. Und ha. Denn um die goldene Rüstung zu bekommen, bräuchte ich außerdem nämlich alle Upgrades. So. Na, das ist ja wunderbar, sage ich mal. Es freut mich. Oh, nein. Das war leider das falsche Loch gewesen. Ich glaube, jetzt wäre ich tot, oder? Nee, wäre ich nicht. Will ich mir erstmal das Upgrade holen? Ich glaube, ich hole mir erstmal das spezielle Upgrade. Dann kann ich mich nämlich dann noch einmal sterben lassen. Dann habe ich volle Leben gegen Wild. Gut. Ich denke, jetzt habe ich jedes Live-Upgrade. Schauen wir nochmal genau nach. Also, Live-Up habe ich. Da habe ich's. Da auch. Und natürlich auch hier. Wunderbar, ich habe alle. So, das Upgrade, was ich haben möchte, das ist... Moment. Ach nee, die Fragezeichen sind nicht Wild, sondern das sind die Erweiterungen. Und da finde ich auch, dass einer den Trip des Helm Upgrade, des Helm Enhancement, die Erweiterung, die mir die Regenerationsfähigkeit gibt, wenn ich stillstehe. Genau da ist es. Und dafür brauche ich nämlich die Jumpsuit, das ist nämlich ein weiter Weg, den ich hüpfen muss. Und das ist in der Nähe von so einer Stachelwand. Ich glaube wirklich, sogar ganz hier am Anfang, wie es mir auf der Karte das angezeigt hat. Okay, ich versuche mein Bestes und dann heißt es Wild gegen Mega Man. Irgendwie, diese Spiele machen mir mehr Spaß, wenn ich mehr weiß, wo ich alles finde, anstatt dass ich mich blöd hier suchen muss. Genau, da muss ich nämlich hoch, da muss ich mir nämlich, hüppala, einen Anzug holen. Jaha, ich muss ja gut angezogen sein, wenn ich mir da was hole. Genau, die passt mir gut. Was war die Hover so gut. Hover, Mama, hier ist es aber. So, jetzt bloß nichts falsch machen. Vorsicht. War das hier gewesen? Und genau, perfekt. Wunderbar. Hey. Und das ist Capsule X. Na, was passiert dann? Installs this energy chip. This chip will allow you to recover energy. Ah, fine. Stand still and your energy level will slowly increase. Wenn ich stillstehe, dann erhöht sich mein Energielevel. Remember, X. Your system can handle only one of the four enhancement chips. Enter this capsule only if you are sure you want this chip. I want this chip. What? You've already installed another chip. I'm sorry, but you can't be equipped with more than one chip. Nee, sag nicht, ich kann das nicht machen. Life is sometimes cruel, isn't it, X? Ich will's überschreiben, los! Ist jetzt nicht wahr. Ach nö. Na, dann hoffe ich doch, dass ich hier die Suit kriege, pa. Leben ist manchmal unfair, von wegen hier, pa. Dr. Light, ich zeige sie. Ich hole mir die goldene Armor-Suit des Friedens und der Wahrheit. Und dann werde ich alle Chips haben. Obwohl die sagen, es ist nicht möglich, pa. Ich werde ihnen das Gegenteil beweisen. Dr. Light, Sie sind doch nicht der Besserwisser. Ich bin der Besserwisser. Eigentlich könnte ich gehen. Oder ich lasse mich ja mal sterben, oder? Naja. Ich wusste es ja nicht. Ich habe gedacht, man kann es überschreiben, aber von wegen. Man kann es nicht überschreiben. Einmal einen Chip ausgewählt und dann heißt es, du musst nehmen, genau wie bei Pokémon. Wobei man da sich ja auch durchtauschen hier die anderen Starter-Pokémon da erschleichen kann. Wisst ihr wahrscheinlich, hä?
Ich könnte natürlich auch probieren, da so hinzukommen. Weil einen Energietank habe ich ja. Und ich habe, wow, habe ich viel Leben. Ich könnte mir aber, ich glaube, davor kann ich noch mal volles Leben kriegen. Also auf eine Karte setzen? Warum nicht? Warum nicht? Hoppala. No, 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 no. Okay. So, da war noch nicht das Loch. Da war auch noch nicht das Loch. Erst nach der Tür, da kommt das Loch. Da musst du einlochen. Jo, jo, jo. Und danach, denke ich, kann es dann mit den Doppler-Stages losgehen. Dann hätte ich, denke ich, alles, was ich brauche. Denn, und wie gesagt, ich glaube, das habe ich ja schon gesagt, für die goldene Rüstung, um sie zu finden, brauche ich, alle Upgrades. Alle Lebens-Upgrades und alle Rüstungs-Upgrades. Na super. Das Loch ist weg. Das heißt, ich kann gar nicht mehr, also den Säbel kann ich auf jeden Fall nicht mehr kriegen, weil ich nicht mehr so wild kann. Touché-Spiel, touché. Hast mich erwischt. Hast meinen Plan erkannt und hast ihn vereitelt. Würde mich interessieren, ob es hier wieder die Möglichkeit gibt, dann wie bei dem ersten Mega Man X-Spiel seine Energietanker alle voll zu kriegen. Wäre schick. Hoppala. No, no, no. Bada bim, bada bum, bada bam. Ich weiß, hier gibt es schöne, schöne Energie. Huh, schön ausgewichen. Alle Energie von mich. Haha. Ach, den kann man auch einfach im Hinterteil treffen. Die ist ja fein. Yep, komm doch. Putte, putte, putte. Jetzt eine Seegurke hier, bitte. Nice. Ich mache sie gerade eiskalt fertig. Gut, dann mache ich gerade noch die Stage fertig und dann geht's dann doch schon los mit den Doppler-Stages. In diesem Part. Ich weiß gar nicht. Achso, stimmt ja. Total vergessen. Ich muss ja kaputt machen, um damit es weitergeht. Ich weiß jetzt nicht, welches Stage es ist, wo ich die Rüstung kriegen kann, sondern ich habe mir einfach nur den Ort gemerkt. Ich werde ihn also sehen. Und der Trick ist, man muss da hinkommen, zu dem Ort, ohne Schaden zu nehmen. Beziehungsweise man muss volles Leben haben. Das heißt, man kann auch sich vorheilen. Durch einen Energietank. Das ist möglich, das ist im Bereich des Möglichen, das habe ich in dem Video gesehen. Jappala. Na, warte. Hahaha. So. Und ein Quarfish ist nicht mehr zu finden, der wurde schnabuliert und zwar von mir höchstpersönlich. Zumindest habe ich, denke ich, alles, was ich brauche. Wie gesagt, ich habe alle Upgrades, alle Erweiterungen. Und ja. Alles klar, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, legen wir los mit den Doppler Stages. Boop. Wahrscheinlich vorher nochmal ein bisschen Story. Oh, 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 oh. Ja, das ist schon der Level. Das ist der allererste Level. Kein Intro, hä? Ich werde mal versuchen, ob ich... Aua. Okay, so werde ich... Zum Glück heißt es, man muss da wirklich nicht ohne Schaden durch, damit es dann funktioniert. Hoffe ich doch mal. Ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt wirklich... Dann will ich aber hier sowas von... Haha, hier dem virtuellen Gesicht von dem Dr. Light hier rein... Nein, da war es noch nicht. Ah, genau, das war... Das ist fies. Na, ich habe doch so Platzangst. Yep. Wahrscheinlich Instant Death, oder wenn ich da rein plumpse. Yep. Der aufgeladene Schuss ist sowas von hilfreich. Ich erinnere mich an eine Stelle, irgendwo ein Müllhaufen rechts ist. Yep. Nein, das sieht nicht gut aus. Ach, leck mich. Och, leck mich doch tief. Das war nur mein letzter Versuch. Ja gut, ich sehe schon. Ich muss wahrscheinlich von der einen Wand, die sich bewegt, zu der anderen bewegenden Wand. Und dann immer hier wie beim Flipperspiel. Oder Tennis. Ja, ja, du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Ja, ja, ja. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Ist mir, ich nutze die Bohne. Ist mir egal. Treff mich so viel du willst. Du kannst mich vielleicht besiegen. Mein Kämpferwellen wird es aber nicht zerstören.
Yep. Okay, okay. Ich gehe kein Risiko ein. Hier, bitte. Autsch. Und hüpp. Sneaky, sneaky little Chovo. Autsch. Sieht ein bisschen aus, als würde er irgendwie einen Pickel ausdrücken. Ein Raketenpickel. Die gefährlichste Sorte. Pickel, darf ich bitte? Danke. Und hüpp, und hüpp. Und hüpp. Oh nein. Ach. Och, wie schnell muss man das sein? Hä? Da darf man ja keine. Da darf man ja nicht so lange warten, ansonsten ist vorbei. Schön zu wissen. Danke für die Aufklärung. Also wenn Mama Wand und Papa Wand sich ganz doll lieb haben, ja, dann gibt's einen ganz platten Mega Man. So platt, dass du hier einen Pfannenwender brauchst, um ihn abzuziehen. Hüppala. So sieht's aus, meine lieben Kinder. Und daher kommen die flachen toten Mega Männer. Und das ist natürlich auch Instant Death. Ich hasse Stacheln wie die Pest. Genauso wie im wahren Leben, wo ich alles hasse, was mich pieksen kann, so hasse ich es auch bei Mega Man Spielen. Und ich weiß, es gibt ein Videospiel, was bedeutet, was? Es gibt irgendein Videospiel, ich weiß den genauen Titel nicht mehr, aber der hat irgendwas mit Stacheln im Namen. Das heißt, wenn ich mich wirklich aufregen wollte, dann müsste ich dieses Spiel spielen. No. Zum Glück kriege ich hier ein Schild. Okay, balla. Und du kriegst die volle Ladung Energie in die Fresse. Ich bin Schnoppe, ich... Okay, sobald ich oben bin, geht's los. Und hopp. Nein, das war zu... Oh komm, das war diese Millisekunde, die ich zu langsam war. Wirklich. Oh, es würde mich wirklich hier freuen, wenn ich wirklich die Rüstung kriege. Ah, ich hoffe nicht, dass es die Statue, wo ich dann gegen Weil antreten muss. Wenn es dies der Fall ist, oh, na, das wird nicht schön, das wird nicht schön, das wird nicht schön. Das wird nicht schön, das wird sowas von schon nicht schön. Nope. Von allem treffen lassen, abgehakt. Mein Plan für heute ist erledigt. Yep. Baboom. Yep. Nein, 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 nein. Ja, probier doch hier ja, alles, was du willst. Okay. Und hüpp. Ach komm schon, wie? Weil wenn ich nämlich den Doppelsprung mache, in der Sekunde, wo ich den Sprung mache, ich kann es euch zeigen, bin ich nämlich auch langsamer, wenn ich nämlich das hier mache. Ja, da fahre ich doch auch dann genau in die Lücke rein, die mich tötet. Wie? Ich komme ja gar nicht mal so weit, bis du, wo das mit der Rüstung ist, hä? Weil ich zu langsam bin. Jetzt würden sie mir auch noch sagen, hier, du bist zu langsam. You gotta go fast. Ich habe schon mal gesagt, ich bin hier der blaue Bomber. Ich bin nicht der blaue Flair. Oder was für ein Spitzname hat der Sonic? Keine Ahnung, aber ich bin nicht dieser blaue. A blue, da bedi da bedi. Ja, ich sterbe die ganze Zeit. Ja. Okay, ich komme schnell hin. Und hüpp, und hüpp. Und hüpp. Jawohl, geht doch, verdammte Kiste! Wieso habe ich eigentlich keine Aufklärung bekommen, was hier für Geheimnisse sind? Da würdest du mich in die Hand geben. Ich gebe dir hier die Hand. Yep. Dankeschön. Bloß nicht den Teil mit der Rüstung übersehen. Das war hier vor gewesen, oder? Ah ne, genau. Tut mir leid, ja, soweit habe ich es leider gesehen. Gut, jetzt kommt nämlich Z und der hilft mir. Ah ne, Zero, das stimmt. X, I've come to help you. I'll stop the collapsing ceiling. You destroy that chunk robot.
Also er hält das herunterfallende Dach auf und derweil kümmere ich mich hier um diesen Müllroboter. Gut, 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 komm doch her, komm doch her. Nein, nein, nein. Das war aber schnell gewesen. Dankeschön für die Hilfe. X, there's an army of powerful Mavericks in Dr. Doppler's lab. They've been modified by Dr. Doppler into war machines. Be careful. Also eine Armee von Mavericks, die in Kriegsmaschinen umgewandelt worden sind. I'll watch my step. Thanks, Zero. I'm going to scout around. I'll catch up later. Also er wird sich erstmal nochmal umsehen, bevor er sich mit uns wieder trifft. Okidoki, Loki. So, jetzt müsste demnächst der Punkt kommen. Irgendwo mich runterfallen kann. Nein! Heute nicht! Not today! Zippadab. Yep. Autsch. Weg, 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 weg. War das hier? Na, also. Ich gehe mal ganz vorsichtig runter. Nicht, dass ich. Wo ist er hin? Da. Na, Sexy Bot, leg dich hin. Ja, genau. Hier unten war es gewesen. Und ich muss drauf achten. Genau, hier ist der Punkt. Ich muss volles Leben haben. Okay, jetzt schauen wir mal, ob es aufgeht. Jetzt müsste hier ein Loch sein, irgendwo. Oh, und? Oh, keine Kapsel. Habe ich was falsch gemacht? Hätte ich früher den Tank nehmen sollen, oder? Das ist jetzt die Frage. Hätte ich den Tank früher nehmen sollen? Ja, leck mich doch. Gut, also ich werde den Säbel nicht kriegen. Ich werde auch die Goldrüstung nicht kriegen. Also ich muss, also ich werde vielleicht den Level nochmal spielen und dann schaue ich, ob ich es vielleicht hinkriege. Ja, je. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt kommt, das wäre fies. Okay. Und einmal links. Erstmal du und dann du. Na warte, komm doch, komm doch. Komm doch, du willst ein Stück von mir, da musst du dich hinten anstellen, musst eine Nummer ziehen, da sind noch viele andere vor dir dran. Okay, hier wäre wahrscheinlich der Boss. Und weh ist der Boss. Is es der Liebe, Liebe, Liebe. Weil. Es ist der Weil. Nein, das ist nicht der Weil. Keine Ahnung, was das ist. Hep. Okay. Kleiner Junk-Roboter. Brauchst. Vielleicht Säure. Vielleicht Säure. So viel habe ich jetzt nicht gesehen. Nein. Okay, das macht nichts. Triaden. Nein, schadet auch nicht. Okay, probieren wir aus. Parasectic Bomb. Nein. Was muss ich eigentlich treffen? Es macht Schaden. Es sagt... Es saugt es an. Aha. Ach so, deshalb Parasitic. Disorblade. Macht auch nicht wirklich Schaden. Oder? Der Ray Splasher. Gravity Fall. Nein. Das ist eine Müllmaschine. Sehe schon, sehe schon. Frost Shield. Muss ihn aber richtig treffen. Auch nicht. Da muss es das hier sein. Nein. Muss ich vielleicht das da... Nö, das... Also ich muss ihn treffen. Wahrscheinlich wirklich nur mit dem... Ich habe alles ausprobiert. Wahrscheinlich ein normaler Buster, hä? Nein. Hä? Muss ich einen bestimmten Punkt treffen? Trifft doch einen Punkt. Interessant. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich die richtige Waffe. Natürlich, ich habe ja alle Waffen. Aber ich weiß nicht, welchen Punkt soll ich denn treffen?
Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, welchen Punkt ich treffen soll bei dem Teil. Autsch. Und er hat mich schnabuliert. Man könnte meinen, man muss das russelartige Teil treffen, ist aber nicht der Fall. Gut, meine Aufgabe ist es nun herauszufinden, an welcher Stelle ich ihn treffen muss. Aha. Also da nicht. Oder muss ich es mehrmals treffen? Hey, da lasst mich raus. Nein, da schadet. Das schadet dem nicht. Was muss ich treffen? Ich hatte ihm Schaden gemacht. Wodurch? Ich glaube, Parasitic Bomb. No. Nein. Ich bin verwirrt. Was hat ihm Schaden gemacht? Da war eine von den Waffen. Vielleicht eine aufgeladene Waffe? Nein, das bringt auch nichts. Das prallt von dem ab wie Regen von einer Regenjacke. Vielleicht das hier. Aufgeladen. Was macht das eigentlich aufgeladen nochmal? Ah, genau das. Ah, okay. Hat ein bisschen Schaden gemacht. Ach, das Orangen am Kopf muss ich treffen, hä? Hab ich richtig gesehen? Das kann ich aber nur gut treffen, wenn ich... Nein, doch nicht. Ja, Umarmung will er unbedingt haben, was? Jo. Okay, meine Damen und Herren, auch wenn es wahrscheinlich unnötig ist, ich werde nachschauen, an welcher Stelle ich bitte den blöden Boss da treffen muss. Und danach werde ich dann auch versuchen, nochmal an die goldene Rüstung zu kommen, weil eigentlich habe ich alles. Oder ich habe einfach schon meine Chance vertan. Vielleicht hätte ich auch den Tank früher einsetzen sollen, damit ich da wirklich mit vollem Leben hinkomme. Nun gut, die erste Doppel-Stage ist wieder mal eine harte Nuss. Ich habe es ja vorletzten Part ja schon hervorgesagt, der Doppler-Effekt. Ich habe stark angefangen und du werdest schwach nachlassen. Ja, ja. Okay, ich hoffe dennoch, Ihnen hat diese Ausgabe von Mega Man X3 gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love you, Nathaniel. Tschüss and goodbye.